CD Projekt. Jechün. So, Spielern. Stimmt, wir sind beim letzten Mal im Sumpf stehen geblieben. Im sumpfigen Sumpf. Des Sumpfes. Des Sumpfes. Ja. Ich sollte aufhören zu dichten, denn ich kann das nicht. Deswegen wäre es vielleicht ganz sinnvoll, wenn ich es sein lasse. Wo ist Ist so jemand auf der Frage Treppe? gerade? Muss ich mir gerade nochmal was nachgucken. Jetzt. Jetzt einmal. Hör mal das und muss ich mir nochmal was einstellen. Das kann ich schon wieder nicht am Desktop machen. Deswegen. So, dann muss ich noch einmal kurz rüber. Muss noch einmal 18 plus reinmachen. Yep. Das richtig? So, nee. So. Oh. Wenn ich mal wieder hier nicht mit den Tasten zurechtkomme. Also jahrelang am PC schon verbracht und trotzdem kriegen wir es nicht hin. Jetzt. Wartet jemand auf die Fähre? So. Oh, hallo Wuppi. Schnuppernder Hund. Ja, schnupperner Hund ist, muss ich erstmal wieder überlegen. Ausdünstungen, ertrunkene und nasse Füße. Mehr finde ich hier wohl nicht. Das sagst du, Geralt. Hallo, Jean-Pierre. Wer seid ihr? Ein Hexer. Schau an, schau an. Und ich dachte, Leo Bonhard hätte euresgleichen ausgerottet. Nie von ihm gehört. Und das werdet ihr auch nicht mehr. Früher oder später trifft jeder in unserem Metier auf einen, der besser ist als er. Jetzt, warte. Schon wieder. Weil so sehe ich nämlich nur den Sound der Facecam und nicht den Sound des Spiels. Und das soll ja so nicht sein. Ich muss das ja dennoch kontrollieren können. Ja. Wer war Bonhard? Der alte Leo war eine Legende. In gewisser Weise war er wie ihr. Er tötete emotionslos. So wie ihr einen lahmen Ertrunkenen töten würdet. Er war der Beste. Groß, schlank und... ein Blick aus diesen leeren Augen konnte einen gestandenen Mann brechen. War er ein Magier? Nein. Er tötete einige Hexer. Solche, die die Bauern gegen sich aufgebracht hatten. Magische Tricks und Hexerreflexe waren nutzlos gegen ihn. Aber er ist tot. Man könnte sagen, er hat seinen Meister gefunden. Ja. Gebt auf euch acht, Hexer. Ich bin wegen der Anzeige hier. Endlich. Ich komme wieder. Ich werde... Okay. Lebt wohl. Das ist also er. Das hier ist der Fährmann. Mit dem müssen wir gerade noch nicht reden. Hier ist Feuer. So, dann gucken wir mal. Großväterchen, so Ihr heißt werdet alt, Großväterchen. Ach, das war ein Nieschät. Ich muss gerade überlegen. Hallo, mein Junge. Ich bin nicht euer Junge, Großväterchen. Ihr habt meinen Namen erraten. Hier nennen mich alle Großväterchen. Mir gibt man alle möglichen Namen. Meistens Geralt oder krätzige Missgeburt.
Die Leute übertreiben. So hässlich seid ihr auch nicht. Nicht so ungut. Schon gut. Zweifellos bekomme ich noch mehr Krätze, wenn ich wieder durch diesen verdammten Sumpf stapfe. Ja? Ich suche Arbeit. Schwerter. Ich glaube, ich weiß, welche Art von Arbeit ihr sucht. Vielleicht könnt ihr mich zur Kapelle begleiten. Ich bin alt und kann ungeheuer nicht mehr so gut mit meinem Stab abwehren. Ich dachte an sich mehr an bezahlte Arbeit. Aber egal. Ich bringe euch hin. Okay. Militäle-Schrein. Schrein der Militäle, okay. Nicht so hastig, Jungchen. Ich bin alt und nicht mehr so ernst wie ihr. Ah, gut, okay, er folgt uns wenigstens. Genug, reicht. Warte, wir brauchen hier im Sumpf auf jeden Fall das Silberschwert. Da kommen noch mehr. Wo rennst du denn ganz hin? So, dann folge mir doch mal. Oh Gott. Ah, okay. Ich komme zumindest gegen sie an. Damals hatte ich tatsächlich das Problem, dass ich es nicht geschafft habe. So, bitte einmal benutzen. Bisschen bei was wir denn tun. Okay. Ja, aber nicht blutrünstige Pflanzen. Ich brauche hier Großfederchen. Okay. Folge mir, Großfederchen. Hey, ich hab doch. Was da hinten ist er. Ich wollte gerade erstmal gucken, wo er eigentlich abgeblieben ist. Genug, es reicht. Genug, es reicht. Ich frage mich eigentlich, warum der Hund mitrennt. Das ist so die größere Frage, die ich mir gerade stelle. Komm her, Großfederchen. Warum weicht er denn da immer aus? Ein ertrunkener Toter. Was macht er wohl mit dem ertrunkenen Toten? Stimmt, ich brauche von denen hier ja auch noch irgendwas, ne? Nein, der Hund ist tot. Wauzi hat's nicht überlebt. Oh, Scheiße. Oh, na, okay. Das jetzt neu zu lernen wäre. Wäre dumm. Hier sind wir. Danke, Jüngchen. Ich bin nicht euer Junge.
Ich mag euch. Besucht mich mal. Ich zeige euch meine Bücher und serviere euch Tee und Gulasch. Ein Hexer, ja? Ich bin hier schon mal einem begegnet, ein unhöflicher Zeitgenosse. Er verlangte vom Kreis der Elemente zu erfahren. Ein anderer Hexer? Was könnt ihr mir über ihn sagen? Nicht viel, Junge. Er wanderte umher, stellte Fragen und sah aus, als hätte er ein Magengeschwür. Es interessiert mich nicht wirklich. Verstehe, verstehe. Er hatte Angst vor etwas oder vor jemandem, verbrachte die meiste Zeit bei den Gruben, wo diese Idioten im Ton wühlen. Danke, Großväterchen. Das hilft mir weiter. Ja. Drei Frauen. Ah, okay, damit können wir uns dahin teleportieren, jetzt stimmt. Hallo Nieswurz. Großväterchens Haus. Tongrube. Wir gehen jetzt einfach hier mit diesem Weg weiter. Wir müssen uns ja sowieso hier im Sumpf einmal umschauen. Ein Höhleneingang. Und auch den merken wir uns. Für später auf jeden Fall. Okay, ich muss zum Gärtner. Und am Ende war es immer der Gärtner. Aber schön, dass wir jetzt hier so die Aufträge gerade der Reihe nach erfüllen. Also hier im Sumpf kann man wirklich so einiges an Erfahrung dazu kriegen. Wenn man das natürlich möchte. Ich glaube, ich werde hier eine ganze Weile gut leveln, jetzt vielleicht nicht so in dem Umfang, aber eine ganze Weile hier meine Monsterchen töten. Denn wie ihr seht, der Kreis da oben schon wieder fast voll. Und es bringt nur Vorteile, hier zu kämpfen. Ich würde Gerard echt gerne mal komplett hochpowern. Also so, dass wir alles erlernen können. Und hier ist ein Holzfällerlager. Jaron Bolt. Wer seid ihr? Gerald der Hexer. Ein Freund. Mal sehen. Und ihr? Jaren. Ich spreche für die Holzfäller. Können wir reden? Sprecht! Habt ihr wohl Arbeit für einen Hexer? Es ist zwar nicht ungefährlich, aber die Bestien lassen uns in Frieden. Also nichts? Vielleicht. Für jemanden, der gern Risiken eingeht. Ja, ich bin ganz schon. Ohr. Die Büschelkornpflanze müsste gerade im Sumpf blühen. Soweit ich weiß, ist sie recht wertvoll. Die Droge, die man aus ihr herstellt, ist es. Pflückt ein paar Blüten, daran könnten wir beide verdienen. Ich soll durch den Schlamm warten und allen Gefahren trotzen, aber den Gewinn teilen wir? Ihr wisst nicht, wie Büschelkraut aussieht oder wo man ihn verkaufen kann. Also gut, spielen wir Kräuterkundler. Großartig. Zwei Zahnblüten sehen wie rote Orchideen aus. Sie sind im ganzen Sumpf zu finden. Verkauft sie dem Fährmann. Fragt die Leute, die im Sumpf leben, wenn ihr keine finden könnt. Ich bringe die Blumen zum Fährmann, sobald ich sie gefunden habe. Wir haben schon so vieles gefunden, dann wird so ein bisschen Büschelkraut kein Problem darstellen. Okay, ist hier noch irgendjemand? Holzfäller, Holzfäller, Holzfäller.
Die lustigen Holzfäller. Okay. So, warte mal. In welche Richtung können wir denn noch gehen? Wir halten uns jetzt mal ein bisschen links. Mitten durch den Sumpf müssen wir eh noch früh genug. Das kann noch lustig werden. Na, wartet uns noch ein bisschen was. Alte Lichtung. Ah, okay, jetzt weiß ich wieder, wo wir hier angekommen sind. Dennoch fand ich zumindest beim ersten Mal sehr interessant und auch wunderschön tatsächlich. Druidenhain. Riesige Bäume, merkwürdige Symbole, gezähmte Bestien, sogar eine Dryade. Das muss der Druidenhain sein. Jetzt frage ich mich schon wieder, wo die Dryade ist. Ah, da hinten. Ezra, Druide, Druide. Hallo, hast du was zu sagen? Was gibt's? Sind das nicht Wyverns? Wyverns, oh ja. Wyverns. Wie habt ihr sie bezwungen? Ich habe sie gezähmt durch harte Arbeit. Ich garantiere, sie stehen nicht unter Drogen und haben keine gestutzten Flügel. Seht selbst. Gab es irgendwelche Unfälle? Nur bei dem Dummkopf, der einem Wyvern die Zähne putzen wollte. Verstehe. Wie möchte man das denn noch tun? Noch weitere Fragen? Es wäre ja, als wenn ich meinem Hund versuchen würde, die Zähne zu putzen. Das würde sie auch nicht toll finden. Oder Katzen. Was haben wir denn hier? Hier bauen wir einen Druiden. Das Buch ermöglicht es, Pflanzen zu bestimmen, die in druidischen Ritualen benutzt werden. 600 Tacken will er dafür haben. Ist er irre? Ja, okay. Wir sparen dann wohl mal, hä? Mögliche Pflanzen zu bestimmen und aus ihnen alchemistische Zutaten zu gewinnen. Lesen diese Pflanzen zu bestimmen und alchemistische. Okay. Haben wir eigentlich noch genug Alkohol? Wir haben auf jeden Fall mehr als genug Tafelwasser. So viel Tafelwasser brauchen wir nie im Leben. So, nehmen wir das hier nochmal mit. Nee, regeneriert Vitalität, das würde ich alles gern behalten. Gut, gab es hier nicht noch einen, mit dem man... mit dir kann man auf jeden Fall noch reden. Aber hat irgendeiner nicht ein bisschen mehr zu sagen? Ich suche Büschelkrautblüten. Okay. Wir können euch das Kraut zu einem guten Preis anbieten. Bitte nicht auch wieder 600 Tacken. Redet mit dem Mann, der sich um die heilige Eiche kümmert. Lebt wohl. Ich wollte eigentlich nicht nach Büschelkraut fragen, aber okay. Wir sind schon wieder aufgestiegen. Dieser Obelisk scheint uralt zu sein. Ach, der hier. Leider kann ich diese Runen nicht lesen. Ja, kommen wir später noch zu. Nicht alle Sumpfkreaturen sind gefährlich. Viele sind vom Aus. Okay. Was gibt's? Lebt wo? Du bist es auch nicht. Ich sehe nur diese Druiden hier. Ach, hier hinten sind auch noch welche. Druide, Druide. Der Kreis der Macht beschert uns einen fruchtbaren Boden. Der Hierophant hat sich auf die Suche nach neuen Druidenanwärtern gemacht. Okay. Und hier? Zeichen Nirden. Ihr habt das Zeichen Nirden erlernt. Eine magische Falle, die eure Gegner verlangsamt. Mit dem Zeichen auf der linken Bildschirmseite rechtsklick, um den Zauber zu wirken. Mit Jürgen verstärkt kann es Gegner auch Schaden zufügen und sie vergiften oder schwächen. Am besten verwendet man es in Kombination mit anderen Zeichen. Also ich weiß nur, dass dieser, also dass hier mir im dritten Teil relativ oft den Hintern gerettet hat. Nicht alle Sumpfkreaturen sind gefährlich. Viele sind vom Aussterben bedroht. Die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Nicht auch ein Wolfram. Ich weiß, mit dem können wir auch noch reden. Ich suche gerade mal hier noch so ein bisschen Gwynblade. Ja, und mit dir wollte ich auch noch mal reden. Gwynblade. Ist ein anderer Hexer, Berengar, hier gewesen? Es war einer hier. Er fragte nach Kräutern, Ungeheuern, wie viel die Moose in der Stadt einbringen
Vielleicht wollte er sich etwas dazu verdienen. Dann verschwand er. Vielleicht traf er auf ein sehr mächtiges Ungeheuer. Danke für eure Hilfe. War feil, Gwynblade. Kann ich nochmal mit dir reden? Gwynblade. Gwynblade. Was heißt das? Weißer Wolf. Ah. Ihr kennt mich? Euer Ruf eilt euch voraus. Ihr wisst vielleicht mehr als ich selbst. Ich erinnere mich nicht an meine Vergangenheit. Manche Dinge vergisst man besser. Dennoch empfinde ich Mitleid mit euch. Könnt ihr mir helfen? Leider nicht. Meine Schwestern aus dem Brokilon könnten vielleicht helfen, doch die sind in weiter Ferne. Ich muss unbedingt die anderen Hexerbücher noch lesen. Ich habe ja von der Vorgeschichte gerade mal den ersten Band gelesen. Besitzen tue ich Band 1 und 2 und ich glaube von der Hauptreihe auch mit den ersten. Ich muss die unbedingt weiterlesen. So. Erzählt mir vom Brokilon. Der Brokilon ist die Heimat der Dryaden, eine von Menschen unberührte Wildnis. Doch unsere Nachbarn erheben Anspruch auf die Wälder. Daher kommt es ständig zu Grenzstreitigkeiten zwischen Menschen und Dryaden. Wer gewinnt diesen Krieg? Unsere Bogenschützen sind unübertroffen. Aber wie lange können wir der rohen Gewalt trotzen, die die Menschen zu den Herren der Welt gemacht hat? Ihr begrüßt also, dass die Elfen und Zwerge für ihre Unabhängigkeit kämpfen? Diese Kinder? Die haben den Sinn des Kampfes längst vergessen, dürsten nur nach Blut und Rache und empfinden nichts als Verachtung für die Menschen. Sie erkennen nicht, dass sie den Menschen damit immer ähnlicher werden. Wir verteidigen lediglich unsere Heimat, Gwynblade, und trachten nicht danach, die Menschen ins Meer zu treiben. Ich mag sie. Warum schließt ihr keinen Kompromiss mit den Menschen? Ihr legt alle Konzessionen als Schwäche aus und haltet jeden Akt des guten Willens für eine Falle. Ihr werdet unsere Andersartigkeit niemals akzeptieren. Das ist doch nur eine Frage. Er war das doch gar nicht. Erzählt mir von eurem Leben. Brokilon ist unsere Heimat, Edline unsere Herrin. Wir leben im Einklang mit der Natur, gleiten durch das Dickicht und kennen die Geheimnisse des Waldes. Seid ihr glücklich? Wir haben Freuden und Sorgen, genau wie die Menschen. Doch unser Ende ist nahe. Der Krieg mit den Menschen dauert an und unsere Art schwindet dahin. Was macht ihr denn hier? Das ist ein Geheimnis. Und ich nutze die Gelegenheit, um diesen Hain mit seinen alten, wunderschönen Bäumen zu besuchen. Okay. Lebt wohl. Kriegen wir von ihr wohl erstmal nicht mehr in Erfahrung. So, und hier haben wir dich noch, mit dem wir sprechen können. Willkommen im Hain der Droiden, Reisender. Seid gegrüßt. Ein wunderbarer Ort. Ich komme zum Nachdenken hier. Der Frieden hilft mir, meinen Geist zu reinigen. Sogar als Hexer seid ihr hier willkommen. Noch ein Wort darüber, wie ich lerne, mein Anderssein zu akzeptieren und dass ich das Zuhause finde, das ich nie hatte. Und ich weine wie ein Baby. Oh Mann. Sarkasmus offenbart nur eure Hemmungen. Oh, ein Elfenpsychoanalytiker. Ich habe Jahrzehnte unter Menschen gelebt. Eure Art ist so kompliziert wie der Aufbau eines Schlagstocks. Jahrzehnte? Wenn man so lange unter Menschen lebt, wird man ihnen ähnlicher, als einem lieb ist. Sprecht ihr aus Erfahrung, Monsterjäger? Sehr geistreich. Ich bin Geralt. Mein Name ist Yevon. Reden wir. Ja? Yevon also, okay. Ich weiß noch, dass ich mich beim ersten Mal spielen auf jeden Fall nicht gerade ihn mir zum Freund gemacht habe. Ich hoffe, dass ich das diesmal ändern kann. War ein anderer Hexer hier? Berengar? Richtig, der war hier. Er interessierte sich für Legenden und die Geschichte des Turmes. Er wirkte nicht gerade wie ein Intellektueller. Vermutlich hat ihn ein anderer geschickt. Nun gut, er ist verschwunden. Habt ihr eine Ahnung, wo er sein könnte? Leider nein. Doch eure Art findet häufig ein plötzliches Ende. Ist dem so?
Was könnt ihr mir über euresgleichen erzählen? Ich möchte auch so einen Wolf haben. Wie ticken Elfen? Lasst uns unter den Bäumen beten. Für das zertretene Heidekraut. Für das Blut, das vergossen wurde. Für das Schicksal, das zerstört wurde. Ich weiß nicht, ob ich euch ganz verstehe. Für den Tod durch das Schwert. Für die Schmerzen der anderen und unserer eigenen. Okay. Ich bin auf der Suche nach Hexerarbeit. Dann werde ich euch um einen Gefallen bitten. Ja. Ich muss einen Brief nach Vesima bringen. Allerdings bin ich dort nicht willkommen. Als Hexer dürften euch die Ungeheuer oder die Wachen am Stadttor keine Probleme bereiten. Ja, das Für ist richtig. Für wen ist der Brief? Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr den Brief Vivaldi überbringen könntet. Ja. Einen Zwerg, der in der Stadt wohnt. Den kennen wir ja schon. Würdet ihr mir seine Antwort überbringen? Jo, machen wir doch. Mach ich. Ich gehe sowieso nach Vesima. Danke. Ja, ich glaube, nach Vesima zieht es uns noch einige Male. So, gab es ja aber nicht später noch irgendeinen Druiden? Oder kommt der erst noch, wenn ich das nächste Mal hier wieder auftauche? Ich weiß es gerade nicht. Wenn das eigentlich hier noch ein anderer sein müsste. Ich dachte immer, das wäre der hier, aber ich glaube... Was? Nee. Lebt das ist einfach wohl. Nur dahinter. Ich glaube, der andere kommt später nochmal wieder. Gut. Dann könnten jetzt einmal da hinten weitergehen. Ich glaube, das tun wir auch mal. Aber ich speichere vorher. Bei meinem Glück sind wir schneller K.O. als uns lieb ist. Aber wir nehmen hier nochmal ein paar Sachen mit. Kann nicht schaden. Ja. Da sind auf jeden Fall Wölfe. Jede Menge davon. Warte mal, war das hier nicht? Gegen Menschen. Das hier? Gegen Ungold. Ich glaube, das war auch nützlich, oder? Ja, ne? Vielleicht? Machen wir das hier einfach? Ja. Das ist gut. Das Schwert, das andere war, glaube ich, nur gegen Ungeheuer. Das hier für normale Tiere und Menschen. Waren das alle Wölfe? Ah, hier kriegen wir die Pelze her. Nein! Warum? Reicht das? Kriegen wir das damit mit? Ja, das kriegen wir damit mit. Nein! Aus, du böser Wolf! Geh in dein viel zu frühes Grab. Oder verschwinde im Boot. So. Nein, Gerard, du sollst keine Rolle machen. Wie viele brauchen wir davon denn? Wolf vertraut. Au! 10? 10 Stück? Und wir haben gerade mal die Hälfte. Ich hoffe, wir finden jetzt hier noch andere Wölfe. Wir waren hier wirklich nicht. Nee, nein. Gut, hier ist die Grenze, hier komme ich nicht weiter. Marschland. Da hinten sind Vivern. Hier hinten ist Büschelkraut. Gerald will da scheinbar nicht runter. Dann geht Geralt halt hier lang. Ertrunkener. Ertrunkener Tote, Entschuldigung.
So, hallo, ertrunkene Tote. Wie geht es uns denn heute? Nein! Wieweninsel. Jetzt zur Wieweninsel müssen wir nicht unbedingt. Wird hier aber auch nicht markiert. Da vorne ist das Büschelkraut dann. Nein, lass mich doch mal in Ruhe.